Jede Regierung hat ihre Bürger rausgekriegt. Spanier, Italiener, Franzosen, Peruaner, schlag mich dort, sogar die Amerikaner, die Erzfeinde, weil die alle gesagt haben, das ist unser Staatsbürger, lass den frei. Und die deutsche Regierung hat das nicht gemacht. 4 Monate lang hat sie kein einziges Mal gefordert, lass den Jungen frei. In einer völlig durchgeschimmelten Zelle, ohne Freigang. Ich hatte keinen Kontakt zur Familie, keinen Kontakt zur Botschaft, keinen Anwalt. Kannst du das? Ich glaube, hier ist niemand, der sonst schon ein venezolanisches Geheimdienstgefängnis von innen gesehen hat. Kannst du es vielleicht kurz beschreiben, dass wir uns das vorstellen können? Wie groß war das im Verhältnis zu diesem Raum? Also da sind alle drin, die irgendwie was mit Terrorismus und Spionage und Rebellion irgendwie so zu tun haben. Es gibt da keine Fenster. Es sind nur so eine Leuchten oben. Und wenn halt wieder mal, wie das in Venezuela öfter passiert, der Strom ausfällt, dann sieht man die Hand nicht vor Augen. Oft fließt kein Wasser. Wenn es fließt, dann ist da nur so ein Rohr an der Wand und so ein schöner Eimer. Bei anderen geht es auch um Messer oder Drogen, was normalerweise in venezolanischen Gefängnissen ja, en masse vorhanden ist. Deshalb auch viele Leute umkommen da bei Bandenkämpfen. Das ist ein ganz unangenehmes Gefühl, seine eigene Position nicht mehr einordnen zu können. Also nicht zu wissen, was passiert denn draußen. Wissen andere Leute, dass ich hier bin? Und dann kam kurz nach Neujahr der Direktor nochmal und hat auch nochmal gesagt, also wir haben jetzt den Botschafter angeschrieben über das Außenministerium und ihn eingeladen, hier zu kommen, denn an uns liegt es nicht. Hier kann jederzeit jeder Gefangene, der eine ausländische Staatsbürgerschaft ausschließlich besitzt, Zugang bekommen durch die in Venezuela akkreditierten Diplomaten. Es gab ja nun mehrere Presseanfragen ans Auswärtige Amt und auch von der AfD im Bundestag durch die Kleine Anfrage. Nachfragen, ob denn nicht das Auswärtige Amt beweisen könne, dass sie von sich aus schon früher mal gefragt haben nach dem Zugang. Ja, und da sagt das Auswärtige Amt, nee, das ist kein Kommentar, das ist nicht üblich, sich zu solchen Dingen zu äußern. Es ist also unter Verschluss. Und immer wieder war natürlich die Abwägung, wollen wir die Sache öffentlich machen, wollen wir öffentlichen Druck machen, wollen wir dafür sorgen, dass es Demonstrationen gibt, oder versucht man das erstmal auf einem diplomatischen Wege zu lösen. Nicht? Denn manchmal ist eine Schaffung der Öffentlichkeit kontraproduktiv, weil immer wieder die Hoffnung da war, um Gottes Willen, natürlich wird sich die deutsche Botschaft für ihn einsetzen, natürlich wird das Auswärtige Amt was machen. Nicht nur ein systemisches Versagen, sondern eine absolut bedenkliche Entwicklung, die die Politik der Bundesrepublik Deutschland, auch die Außenpolitik in den letzten Jahren, vor allem seitdem die SPD das Außenministerium führt, eingetreten ist, nämlich dass in sehr vielen Fällen da die Parteiräson oder die Ideologie befolgt wird, anstatt dass man die Staatsräson vertritt. Und ich halte das für deswegen so bedenklich, weil das hat dieses Land groß gemacht. Also gerade eine Beamtenschaft, die loyal war zu dem Land, egal wer da gerade die 4 Jahre regiert hat, natürlich politisch wechseln und man kann auch ein bisschen einen anderen Schwerpunkt legen, aber wir sind alle Diener dieses Landes, wenn wir in diesen Funktionen sind. Und wenn das nicht mehr da ist, dann bricht etwas in der Gesellschaft, dann kommt es zu einer Erosion des Vertrauens, weil die Menschen sich nicht mehr darauf verlassen können, dass der Staat hier für sie ist. Und das halte ich wirklich für sehr gefährlich für die ganze Gesellschaft, auch für die Entwicklung dieses Landes.